Ich weiß noch, wie aufgeregt ich war, als ich damals aufs Gymnasium gewechselt bin. Oder als für mich in die Oberstufe ging und ich gar nicht wusste, was da eigentlich jetzt abgeht. Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich möchte euch heute mal ein paar Tipps von mir mitgeben, wie man sich richtig im neuen Schuljahr einleben kann. Natürlich ist es vor allem für Leute, die auf eine neue Schule kommen, auf eine neue Schule wechseln oder ein anderes System haben, wie zum Beispiel jetzt Oberstufe. Aber letztendlich ist es für jede Person gut, die jetzt in ein neues Schuljahr reinstartet. Also wahrscheinlich für alle, die dieses Video hier angeklickt haben, viel Spaß dabei. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren für weitere Videos. Ich teile hier ganz, ganz viele Tipps mit euch, wie ich es geschafft habe, ein 0,8 Abi zu schreiben, und ich habe ein Pflaster hier, weil ich vom Fahrrad gefallen bin, aber das soll euch nicht weiter stören und es ist auch ein bisschen hässlich aufgeklebt. Ja, ich habe es selbst gemacht. Nicht meine Stärke. Der erste Punkt ist ganz offensichtlich und ganz simpel, aber ich möchte ihn nicht missen, und zwar ist das, deine neue Schule oder das neue System zu kennen. Das heißt, gerade wenn du gewechselt hast, dann kenne wirklich die Schule, kenne den Ort, kenne deinen Schulweg, damit es nicht am ersten Tag überstressig wird, wenn du da ankommst. Und wenn du zum Beispiel jetzt in die Oberstufe kommst, kenne die ganzen Methoden, die dort angewendet werden und was da passiert, also die ganze Organisation. Falls es der Fall für dich ist und du das noch nicht ganz weißt, guck dir auf jeden Fall gerne mal mein Oberstufen-Video an. Ich habe nämlich ein ganzes Video zum Thema Abitur gemacht, in dem ich euch genau erklärt habe, welche Fächer dürft ihr streichen, welche dürft ihr wählen, welche müsst ihr auch wählen und welche Fächer solltet ihr zum Beispiel mündlich nehmen oder so. Alles habe ich da genau erklärt. Der Punkt ist auch der, dass du dich dann viel selbstbewusster fühlst, weil du genau weißt, was dich erwartet. Und wir wollen mit einem sehr selbstbewussten, sehr empowered Mindset da reingehen. Das ist auch schon der nächste Punkt. Geh auf jeden Fall mit einem positiven Mindset da rein. Ob es eine neue Schule ist oder ob es eine alte Schule ist, das ist egal. Du willst jetzt in der Schule auf jeden Fall mit einem positiven Mindset starten. Denn wenn du das nicht tust und du denkst, Mann, schon wieder Schule, schon wieder Unterricht, es ist super nervig, ich will nicht sein, es ist heiß, ich will nicht lernen, es ist super langweilig, die Schule ist blöd, werdet ihr auch wirklich Gründe finden, warum die Schule blöd ist. Denn das Ding ist, wir haben einen selektiven Fokus bei sowas, es gibt den Confirmation Bias. Das heißt, dass wir uns Dinge suchen, die unsere Sicht bestätigen. Wenn wir also den Glaubenssatz haben, die Schule ist blöd, suchen wir uns immer Dinge, die uns das bestätigen können. Wenn wir mit einem guten Mindset reingehen und wollen, dass die Schulzeit eine gute Zeit, wir die Schulzeit auch genießen und wir dort erfolgreich sind, werden wir mehr Gründe finden, warum das so ist. Der nächste Punkt ist, dass ich wirklich an allen Orientierungstagen beitragen bzw. teilnehmen würde. Es gibt ja teilweise auch, wenn man jetzt in die Oberstufe kommt, Tutoriumstage oder sowas oder Wandertage in der neuen Klasse oder in der alten gleichen Klasse, ist ja egal. Oder Wandertage mit einem neuen Lehrer, mit einem neuen Kurs. Nehmt da wirklich teil, partizipiert da, es wird euch nicht schaden. Es wird euch im Gegenteil ganz viel helfen, weil die Leute kennenlernen können. Ihr könnt den Lehrer erstmal kennenlernen, was er so für ein Typ, was ist ihm wichtig im Unterricht. Deswegen skippt die ersten Tage nicht. Die ersten Tage sind eigentlich meiner Meinung nach immer die wichtigsten Tage. Gleichzeitig will ich aber auch sagen, falls ihr es nicht schafft, falls ihr krank seid, falls ihr es irgendwie nicht wahrnehmen könnt, macht euch nicht fertig, macht euch nicht verrückt, das ist auch okay. In diesem Punkt nämlich auch, Kommunikation ist der Schlüssel. Falls ihr also zum Beispiel verhindert seid, an irgendwelchen Tagen teilzunehmen, das hatte ich auch. Und ich bin eine leistungsorientierte Person, die immer alles richtig machen möchte und so. It's gonna be okay. Redet mit dem Lehrer, redet mit dem Kurs, redet mit euren Freunden. Ich würde dir generell empfehlen, auch offen und freundlich zu neuen oder zu alten Mitschülern zu sein, zu neuen Schülern, die vielleicht kommen, zu neuen Lehrern gerade auch. Und auf alles ganz offen und positiv zu reagieren und auf die Leute so zuzugehen. Was auch ganz wichtig ist, ist deinen persönlichen Lernrhythmus zu finden. Also wisse am besten schon, wann du am besten lernen kannst, ob du eine Person bist, die gerne vor der Schule schon lernt. Das war ich teilweise in der Oberstufe, was echt verrückt klingt, aber ich habe teilweise echt vor dem Unterricht gelernt. Oder ob ihr lieber am Nachmittag lernt, lieber abends, lieber in Freistunden, lieber in Pausen. Weil das zu wissen erleichtert euch ganz, ganz viel, weil ihr dann wirklich eure besten Zeiten nutzen könnt und die Zeit nutzen könnt, in der ihr sowieso am meisten Energie habt. Und Zeiten, in denen ihr nicht viel Energie habt, einfach auch chillen könnt und eure Energie wieder aufladen könnt. Ich würde auf jeden Fall euch raten, schulische Unterstützung anzunehmen. Also wenn euch Lehrer helfen wollen, wenn euch Freunde helfen, wenn euch eure Eltern helfen wollen, nehmt das gerne an. Ich weiß, teilweise sind wir sehr stolz und wollen keine Hilfe annehmen, weil wir denken, wir können es auch alleine, aber in vielen Fällen ist es wirklich einfacher, Hilfe anzunehmen, und es wird euch nicht schaden. Die Leute denken nicht schlechter über euch, die Leute wollen nur euer Bestes und wollen euch auch nur helfen. Und vor allem traut euch auch, nach Hilfe zu fragen. Es gibt hier auch nicht ohne Grund Vertrauenslehrer oder Lehrer, ich weiß gar nicht, heißt es auch so Vertrauenslehrer? Bei uns gab es Vertrauenslehrer zumindest. Die sind jetzt ja auch aus einem Grund geworden, sie wollen das auch machen und sie wollen euch auch helfen. In den meisten Fällen
wenn es gute Vertrauenslehrer sind zumindest. Wenn sie nicht gute sind, wollt ihr eh nicht mit ihnen reden, also chill. Ich würde dir auch raten, dich an anderen Schulaktivitäten zu engagieren. Das wird dich auf jeden Fall persönlich weiterbilden, dich persönlich herausfordern und dir mehr Erfahrung und auch Expertise geben. Es wird dir aber auch bei dem sozialen Aspekt helfen, also neue Freundschaften zu schließen, neue Leute kennenzulernen, neue Connections zu machen. Und es macht sehr, sehr gut auf dem Lebenslauf. Das sage ich jetzt, weil ich gerade in einer Stipendiumsbewerbung bin. Ich wurde nämlich von meiner Schule für die Studienstiftung des Deutschen Volkes vorgeschlagen. Deswegen nehmt das am besten alles wahr und es wird euch auch nicht schaden. Arbeite auch an deinen Organisationsfähigkeiten. Wenn man nämlich in den ersten Tagen zu spät kommt, irgendwas nicht dabei hat oder so, kommt das nicht so gut an. Das sind einfache Dinge, das sind wirklich einfache Dinge, die man sehr einfach präventiv beseitigen bzw. gar nicht dann erst passieren lassen kann. Also einfach ein Hausaufgabenheft dabei zu haben, einen Planer zu haben, seinen Stundenplan ausgedruckt oder als Hintergrund irgendwie zu haben im Handy, pünktlich zu sein, versuch das. Das ist gut. Und letztendlich würde ich dir raten, gib dir die Erlaubnis, du selbst zu sein und bleib geduldig mit dir und gelassen und nett mit dir, weil jeder macht Fehler und nicht jedem fällt es leicht, beziehungsweise oder keinem fällt es immer leicht, so ist es vielleicht besser ausgedrückt. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen sehr, sehr erfolgreichen, sehr schönen und guten Schulstart und würde mich auch mega freuen, falls ihr den Kanal hier abonniert, um keine weiteren Videos zu verpassen, denn die werden euch auf jeden Fall auch sehr helfen in der weiteren Schulzeit, falls ihr so ein neues Schuljahr reinstartet. Deswegen vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben zu geben oder mir auch auf TikTok und Insta zu folgen für noch weitere Daily-Tipps, Daily-Content. Habt noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.